Ey, sag mal, können Sie den jetzt mal festnehmen? Ja, und den anderen mal losmachen. Hier, machen Sie den doch mal fester. Das ist der, der den Wagen geklaut hat und uns entführt hat. Ja. Wir alle. Lässt mich verdammte Scheiße jetzt mal jemand los. Das sieht doch richtig schön kunsthaft aus. Ich muss sagen, halt die Fresse, lass mich los. Ich bin nochmal. Kann ich mich daneben stellen und einen Screenshot machen? Ich dem Herrn nochmal kurz mit dem Rückschutz zeigen. Nein. Können Sie sich hier alle mal so positionieren? Ich möchte gerne mal einen Screenshot machen. Oh, ah, das war das Blitzlicht vor der Kamera. Sunny. EAS. EHS. Ich höre nichts mehr. Hallo? Können Sie mich verstehen? Wir machen aus der Sonne. EAS, einfach EAS. Nein, lass das. Du weißt, dass es von Devil aufs Restbrett gibt. Hallo, Sunny. Hallo. Hier. Der Devil aufs Fressbrett? Hier. Alter, der hat mich gerade mit der Panzerfaust fast gekillt. Hier. Ja, hier. Jetzt mach mal den Kopf hier erst, damit wir was hören können. Ich höre nichts. Brian. Bitte, hä? Hallo? Brian. Ich sehe doch nicht mal was. Ich hab Schmerzen. Von Kaffee. Au. Aua. Aua, Medic. Aua, ich blute. Mir beigestellt. Oh, Blut. Aua, Medic. Aua, Medic. Nein, noch nicht. Nein, ich hab Schmerzen. Die gehen schon weg. Gute Frage, weil ich kann nichts hören. Walter, meinst du, wir können wegrennen und die bekommen das nicht mit? Komm jetzt. Erstmal würde ich gerne wieder was hören. Meiner Kanner, du hast noch meine Kondome, jetzt komm. Wollen wir wegrennen, Walter? Ich hab immer noch das Nein. Welches Welt? Möchtest du in den Knast dort? Nö, nö. Oh, danke. Steh ich hier mit Klaus vorne. Immer noch nicht. Wir haben hier gerade geklingelt. Jetzt aber, oder? War mir auch gar kein geklingelt. Ich glaube, ich weiß genau, wo es ist. Nee, Moment, du bist nicht meine Mutti. Wo ist meine Mutti? Ich bin auch wo ist deine Frau? Ach, da hinten. Frau, komm mal rüber hier. Wir laufen jetzt einfach gemeinsam aus dem ADC, aus dem Polizeihack raus. Hallo, hm? Bitte? Ja, ich höre Sie. Hat einer hier ein Auto? Das war so links rum zur Garage. Achso, ja, dann zum Auto, schnell. Wo steht er? Ja, da müssen Sie mit dem mein Vorgesetzten. Jetzt steigt doch ein! Machen ab, mach Jolandi. Alter! Ey, dass wir da ohne Strafe rauskommen, ne? Wir haben ja nichts, wir haben ja tatsächlich nichts gemacht. Einmal zum Flughafen, bitte. Ich muss sagen, komm. Dein Ersatzreifen? Einen? Ey, wir haben nichts verloren und nichts, gar nichts. Ey, komm, Dave hat selbst eine Kopfkarre geklaut mit euch drin, hallo? Frag doch noch auf den Weg. Die haben das ja gar nicht mitgekriegt, dass Dave das war. Die sind ja immer noch der Meinung, dass es der Mafia-Typ war. Ach so. Ja. Der uns wieder zurückgebracht hat. Ja. Ey, das war so episch, Mann. 3 days later. Nein. Hat das BBB really durchgezogen?
hab den aufgemacht. Deswegen, das ist eine Dame. So, kommen Sie mal mit. Hä, wer denn los? Uns wurde gemeldet, dass sie hier illegale Sachen machen. Aha. Und von wem? Was sollen wir groß dazu meinen? Was machen sie denn hier? Ja, was denken sie denn, was wir hier machen? Ich meine, das ist hier ein Ganggebiet. Ach, das ist ein Ganggebiet hier? Ja, stellen Sie sich mal vor. Nee. Ich dachte, das wäre hier so eine Selbsthilfegruppe. Tja, vielleicht brauchen Sie ja bald eine, man weiß ja nie. Ich meine, das kann hier... Ich meine, vielleicht kommen hier gleich, was weiß ich nicht, für eine Gruppierung an und dann geht eine Schießerei los. Auf Sie wird dann ganz sicher keiner Rücksicht nehmen. Aber der Motor bitte aus. Mir ist kalt, ich werde den Motor jetzt nicht ausmachen. Haben Sie einen Feuer dabei, dem ist kalt, deswegen. Uff. Mir wird auch kalt, scheiße. Was ist denn? Wir haben Thermounterwäsche an. Oh. Brauchen kein Feuer. Jungs, wir haben hier einen anonymen Tipp bekommen, dass ihr hier illegalen Machenschaften macht. Eventuell unter Einfluss von Drogen steht. Was? Wow. Nee. Ja. Sie geben Sie mir den Pipi-Becher und einen Teststreifen, ich geh Pipi machen. Können Sie wegen ja, mir auch gerne machen. Ja, habt ihr denn auch in LKWs genommen? Was? Oberallen. Oberallen. Was willst du mit Strohballen, Alter? Na gut. Für die Kühe. Was haben Sie getan? Egal, wo soll ich denn bei einem Tempest was hinladen? Seiten, rechts. Da sind Maschinen drin und Ersatzteile und Werkzeug. Kommen Sie mal bitte mit und zeigen wir mal, wo man da was lagern soll. Da ist der Motor drin. Das sind Lüftungsschlitze, da sitzt der Motor dahinter. Das hier ist ein Generator, der da hinten drauf ist. Wem gehört denn der hier? Das ist meiner. No. Haben Sie Tiere oder wo sind Sie für Stroh? Jo. Richtig. Ich glaube eine Ziege haben sie oder so. Irgendwie war da mal was. Eine rot gelockte. Ja, ich lade. nein. Fang damit nicht wieder an. Weil die anderen Idioten ja die Strohballen immer kaputt fahren und dann muss ich die da hinfahren und dann wieder neu ausladen, indem ich die einfach hinten Ladefläche aufmache und dann lasse ich die hinrollen. Und dann, dass sie bestimmt schon gegen so einen Strohballen gegengefahren sind und die Fahrzeug auch schon möglicherweise beschädigt wurde. Also ich kriege ja hier was Böses im Busch, ja? Nicht mal im Busch. Kommen Sie drauf. Im Busch. Warum? Ich meine, wir sind freundlich, wir sind kooperativ. Wir sind nicht bewaffnet oder irgendwas. Busch habe ich rasiert, das kann ich jedenfalls versichern. Ich weiß nicht, ob Sie den sehen wollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na lecker. Das ah. Ist gar Kuckuck. Tja, da kommt die zweite Gang, von denen ich Ihnen erzählt habe. Jetzt wird's gleich haarig. Oh, das sieht ja mal cool aus. Du kannst mit der Hellcat kannst du sogar Engelsflügel auf 2500 Metern machen, das sieht cool aus, sag ich dir doch. Wow, das muss ich mal ausprobieren, aber ich glaub, das ist ja im Dienst verboten. Mein Bruder darf ja nicht mehr mit der Hellcat Feuerwerk spielen, oder? Pff, ich als mein Bruder macht's immer. Ich würd's ja auch gerne machen, ich weiß aber nicht, ob die Ausbildung dann sagt, ja. Mohawk. Fahrwerk, Menes. Flandifass ohne Fahrwerk. Ja, ich weiß, aber mit Ace ist das immer so eine Sache. Also Jungs, ich bin dafür, dass wir uns hier nicht hochnehmen lassen von denen jetzt. Ich nehme auf, das heißt, sie dürfen uns ja nicht einfach durchsuchen. Definitiv. Sebastian, geh mal kurz in meinen LKW mich rein,
aufwerben kann, oder? Nö, ist okay. Kann ich in jedem Fall mich aufwerben. Herr Offizier, ich muss mal eine blöde Frage stellen. Ich bin jetzt hier schon so ewig im Start, ich habe noch nicht einmal Nagelbänder gesehen. Warum? Weil sie Glück hatten. Ja, okay. Wow. Welcher ist denn Ihr LKW? Hier, meine? Ja. Huch, meine? Moment, so. Moment, in der Mitte, da steht er. Der da. Der rote? Ja. Nehmen Sie die Finger davon. Ich kann Ihnen ja mal Nagelbänder demonstrieren, wenn Sie möchten. Die können Sie auch an Ihrem Auto demonstrieren oder neben einer der Fahrzeuge. Ja, nein, Sie wollten die zum Beispiel. Jo, nö. Was um den Heli? Keine Sorgen machen, der kennt die Leute nicht. Wenn das Ihre Verstärkung ist, dann ist das eine traurige Verstärkung. Wer sagt, dass das eine Verstärkung ist? Oh, ach, warte, ich habe bestimmt. Ihr seid bestimmt zu klug und habt SEG-Wissen. Ah, ja, die meinten gleich, dass er gleich ihr zweiter Teil von ihren Anzug kommt, aber das war nicht ihr zweiter Teil, der zweite Teil ist noch irgendwo unterwegs. Was? Ich hab gesagt, das ist. Oh, egal. Alles gut. Wir brauchen, sollen wir Verstärkung brauchen, wir haben nichts gemacht. Wofür denn zweiter Teil? Schon eine komische Gruppierung hier. Warum? Naja, ich kann euch wieder hören. Ersatzteile, Maschinen. Was haben wir hier drin in dem? Im Weißen? Ja, darf ich da mal reingucken? Also da sind auch Strohballen drin, aber die sind für den Schießplatz unten. Hier sind die Dinger ja regelmäßig zerfetzt okay. Werden. Jo. Aber wenn die Schießplätze sind, müssen wir das ja einmal überprüfen. Die sind nicht halt unsere Qualitäten. Nicht, wie erst da irgendeinen Schwan hinbauen. Wir müssen demnächst, also wir müssen... Haben Sie jemals schon welche über meine Strohballen da unten beschwert? Ich liefere die jetzt schon seit ein paar Wochen aus. Wir müssten langsam, ne? Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die noch abbringen, wegbringen müssen, die Strohballen, wieder einsammeln müssen und dann noch zum Erst auf die Wand müssen. Ich habe noch einen Termin mit meinem Hausbauer. Jetzt passt der mit meinem Haus. Weshalb? Jungs, holt mal kurz alle her. Also euch allen vier mal kurz herholt.